Hallo meine Lieben, mein Mann hat bis gerade im Baum gehockt und hat mir 5 Kilo Kirschen aus dem Baum geholt. Ich mache nämlich heute Amarena-Kirschen. Ich werde gleich erstmal 1,5 Kilo Kirschen waschen und dann entkernen. Für meine Amarena-Kirschen benötige ich 1,5 Kilo entsteinte Kirschen. Dann mache ich mich jetzt mal an die Arbeit, um die ganzen Kirschen zu entkernen. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Die ganzen Süßkirschen sind jetzt entsteint. Die gebe ich jetzt alle in einen Kochtopf. Darauf gebe ich jetzt 300 Gramm Zucker. Und lass das Ganze für 15 Minuten auf dem Herd vor sich hin köcheln. Jetzt geht's weiter. Den Topf habe ich vom Herd genommen. Jetzt gebe ich einen Esslöffel Zitronensaft hinzu. Ein Esslöffel Vanilleextrakt. Ein Fläschchen Bitter-Mandel-Aroma. Und und 100 Milliliter Amaretto. Alles schön umrühren. Und dann kommt das Ganze nochmal für 10 bis 15 Minuten auf den Herd und lass es da nochmal aufköcheln. Jetzt wird die heiße Masse nur noch in die Twist-off-Gläser eingefüllt. Alles schön mit Sirup bedecken, den Deckel drauf. Das ist der falsche. Und dann für 5 Minuten auf den Kopf stellen. Ich mache mal in Ruhe weiter und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Alle Gläser sind jetzt abgefüllt. Und wer auf Nummer sicher gehen will, so wie ich, der nimmt einen Topf mit heißem Wasser und gibt die ganzen Gläser rein
passt nicht, dann mache ich später nochmal. Und gibt den Topf mit den Gläsern für ungefähr eine halbe Stunde auf den Herd und lässt das alles vor sich hin blubbern. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass kein Glas unsterilisiert ist. Und dann sind die Gläser auf alle Fälle ein ganzes Jahr haltbar. Meine Amarena-Kirschen sind jetzt fertig. Das ist die Ausbeute von 1,5 Kilo Kirschen. 6 Gläser. Die Gläser, die stelle ich jetzt für ungefähr 1,5 Monate in den Keller. Und dann kann ich die Amarena-Kirschen genießen mit Vanilleeis, Vanillepudding oder Grieß. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Und natürlich auch, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei wärt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.